Jo, mal was zu Inkscape. Ich versuche mal hier Bezierkurven zu zeichnen, also zu zeigen. So. Der erste Punkt, klicken und dann ziehen. Maustaste gedrückt halten, dann ziehen. Man legt dadurch fest, in welche Richtung sich die Kurve verformen soll. So, ich habe jetzt losgelassen, jetzt sieht man die Kurve, wo sie sich hinbewegt. So, wenn ich jetzt den nächsten Punkt, also ich wähle jetzt irgendwo einen nächsten Punkt und da klicke ich auch wieder hin und jetzt muss ich aber so, da wo ich jetzt hinziehe, wird sich die Kurve in die Gegenrichtung bewegen. Also wenn ich jetzt hier, ich ziehe jetzt mal nach unten und die Kurve dehnt sich nach oben. Jetzt kann ich das aber noch drehen und man sieht, wie sich die Kurve verändert. So. Na, wenn ich jetzt. Also ich ziehe sozusagen nicht in die Richtung, wo ich die Kurve hinhaben will, sondern ich ziehe so, dass die, wie ich dann weiterzeichnen will. Also die Kurve bewegt sich in die Gegenrichtung. So, jetzt lasse ich los und da habe ich hier wieder eine Kurve. So. Jetzt mache ich das mal in die andere Richtung. Also ich mache jetzt hier mal wieder einen Punkt und ziehe das mal in die andere Richtung. So. Jetzt lasse ich dann wieder los und dann sieht man, wie da geht die Kurve wieder auseinander. So. So, dann kann man jetzt. Jetzt kann ich das immer so machen, so wie ich weiterzeichnen will, damit ich die Kurven möglichst glatt habe. Also ich könnte jetzt hier auch eine Spitze reinmachen, ist jetzt aber lässt sich so jetzt aber schlecht machen. Das kann man dann, muss man dann hinterher festlegen, dass man auch spitze Kurven reinsetzen kann. Also die hier kann ich sozusagen das auch die Stärke der Ausdehnung festlegen. So. Da kann ich jetzt hier richtig wunderbar eine Kurve ziehen. Oder ein Objekt. So. Und ich mache das auch mal so, dass wenn ich am Ende bin, damit die möglichst glatt bleiben. Sieht schöner aus. Ziehe ich mir das nochmal in die Richtung, wo ich am Anfang schon hingezogen habe. So. Wenn ich jetzt hier loslasse, dann habe ich jetzt hier eine glatte. Also da ist hier keine Spitze. Ich könnte es natürlich auch so machen, dass ich da. Zack. So. Ja. Und dann irgendwie so. So, dann hätte ich jetzt da eine Spitze drin. Das finde ich, sieht unschön aus. Okay. Ja. Das jetzt mal soweit zu den Bezierkurven von Inkscape.